Im Kickboxen unterscheiden wir zwischen zwei verschiedenen Kampfstellungen. Einmal die Boxauslage, ja, so wie hier zu sehen, oder die seitliche Kickboxstellung. Weil beides gehört einfach mit rein. Ne? In Pointfight sieht das so aus, da hüpfen die meisten ein bisschen rum, haben eine Hand ein bisschen oben und spielen ein bisschen Schach. Ne? Aber wenn ihr, ich meine, wir sind halt nicht alle Michael Venom Page, er kann damit super umgehen, auch im Vollkontakt. Sind aber nicht so viele, die das so hinkriegen. Ja, auf jeden Fall, das ist die seitliche Kickboxstellung. 30% vordere Beine, 70% hintere Beine. Ne? Damit ihr auch wirklich richtig schön Druck aufbauen könnt. Ne? Jetzt zum Beispiel, ich stehe jetzt in meiner Kampfauslage, Boxer, und komme jetzt mit einem High Kick, setz ab. Bin ich in der seitlichen Haltung, was soll ich jetzt machen? So Boxen, das funktioniert nicht. Ne? Da muss ich erstmal wieder zurück, damit ich wieder angreifen kann. Ne? Aber so habe ich sofort die Möglichkeit, einen Sidekick zu bringen, Hochkick zu bringen. Ich bin immer sicher. Ne? Mit dem vorderen Arm kann ich eine Backfist landen. So sieht das Ganze halt aus. Eine Hand am Kinn und eine schützt nochmal den Körper von der Seite. Ganz einfache Kiste. Ne? Und jetzt bin ich wieder in der seitlichen und dann kann ich auch, ne, einen High Kick mit einem Spinning Hook Kick bringen. Also wirklich, die beiden Auslagen sind wahnsinnig wichtig im Kampfsport. Also nicht nur eine nutzen.